Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kurier Sport Talks mit unseren zwei Gästen, der Werner Vikings Teamarzt Albert Zich und Footballspieler Alexander Milanovic. Hallo. Hallo, guten Tag. Mit den Vikings habt ihr Ende September die European League of Football gewonnen. Gratuliere dazu. Danke. Wie war eure Reise bis zum Titel? Willst du anfangen? Aus medizinischer Sicht war es extrem spannend, weil es ein Projekt war, wo man am Anfang den Ausgang nicht abschätzen konnte. Es war eine erstmalige Sache, dass die Vienna Vikings in so einer Profiliga und das gleich europäisch spielen. Der Spielplan war ein sehr weitfassender von den Teams her, die wir besucht haben. Wir waren in Barcelona, wir waren in Istanbul, wir waren mit dem Bus in Frankfurt, da musste vieles organisiert werden. Es war komplett im Hochsommer. Wir haben extreme Temperaturen gehabt, wir haben Athleten gehabt, die extrem geschwitzt haben, auf was wir eingehen haben müssen. Und jedes einzelne von diesen kleinen adversen Momenten, von diesen kleinen Adversities, hat man einfach antizipieren müssen, bis dann am Ende der Erfolg da war. Es war wirklich großartig. Was sagst du? Ja, aus spielerischer Sicht, es war unser erster Anlauf in der neuen European League of Football und das Ziel war von Anfang an klar, wir wollen den Titel holen. Wir waren auch davon überzeugt, dass wir die Mannschaft und das Kaliber in der Mannschaft haben, um diesen Titel auch zu gewinnen. Und ja, es war eine Talfahrt teilweise, also ein Auf und Ab, viel Verletzungspech. Aber Gott sei Dank haben wir da das Glück gehabt, durch die hervorragende Arbeit des Vikings-Programms haben wir sehr gute Eigenbauspieler gehabt und die Mannschaft war immer da, um zu performen, egal wer gespielt hat. Und das war umso schöner zu sehen, dass dann der Titel das Resultat war dieser Reise. Was bedeutet euch eigentlich so der Sport oder beziehungsweise warum begeistert euch Football so sehr? Ich starte noch wieder bei dir. Gerne. Für mich war Football, ich komme vom Land. Und habe mit Fußball zum Spielen angefangen mit 8 Jahren und Football war so der erste Sport, der über die Grenzen Österreichs für mich hinausgegangen ist und wo ich zum ersten Mal irgendwas gesehen habe, das bei uns jetzt nicht so stattfindet. Ich habe John Madden Football als kleines Kind zu Weihnachten schenken bekommen. Ich wusste damals gar nicht, dass es American Football wirklich gibt, habe das als Computerspiel gelernt, habe das geliebt. Und im Jahr 2000 ist dann im ORF schon mit dem Michael Eschelböcker als Kommentator der erste Super Bowl, den ich wahrgenommen habe, übertragen worden. St. Louis Rams gegen Tennessee Titans. Und das war so ein Spiel bis zur letzten Sekunde. Das ist dann ausgegangen, ein Score, 23-16. Und die Tennessee Titans haben den Ball wirklich bis zur 1-Yard-Linie gebracht und trotzdem verloren. Und da habe ich gewusst, das ist mein Sport. Das war wirklich so Liebe auf den ersten TV-Blick. Ich habe nie aktiv gespielt, aber ich liebe es jetzt, da dabei zu sein. Sehr cool. Wie war es bei dir, Alex? Bei mir, da gab es diese berühmten Football-Filme, Waterboy, Any Given Sunday, Blindside. Und da habe ich eben, wirklich, da habe ich Any Given Sunday gesehen und diese Rede vom Al Pacino in der Halbzeit, die Szene, und ich habe gedacht, was ist das so, wovon redet der? Und das hat mich halt mitgenommen und bin dann eben als kleiner Junge, großer Junge, 2005 dann zum Football gekommen, indem ich zu den Vikings gegangen bin und im Nachwuchs angefangen habe. Und von Anfang an, nein, nicht von Anfang an, aber nach einer Zeit dann wirklich angefangen habe, den Sport zu lieben, wie er ist. Ich habe es schon erzählt, du warst davor irgendwie im Fußball ein bisschen tätig und du hast auch Fußball gespielt und, glaube ich, Judo gemacht. Genau, also Fußball als kleiner, dicker Junge ein Jahr gemacht, bis man keinen Spaß gemacht hat und dann Judo trainiert, eben Peter Seisenbacher damals. Und 4 Jahre das gemacht, das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht, weil ich musste immer gegen ältere Kids antreten und das war ein bisschen eine harte Schule. Und ich war noch nicht in dem Mindset, dass ich diese Härte genießen kann und im Football war es dann wieder was ganz anderes und da habe ich mich dann gefunden. Also definitiv meine Leidenschaft. Auf der Position Offensive Lineman. Offensive Lineman, ja. Erzähl mal, was ist das genau für Position, was macht genau für die Zuschauer? Wir haben zwei Hauptprimäraufgaben. Wir runblocken, also wir schieben Leute an und machen Löcher frei für den Ballträger, für den Running Back. Und wir beschützen den Quarterback beim Pass, dass er genug Zeit hat, den Ball loszuwerden. Also eine Art Lebensversicherung und Motor, der den Angriff antreibt. Ohne Offensive Line funktioniert es nicht. Du wirst keinen Titel holen, wenn du keine gute O-Line hast oder eine gut eingestimmte O-Line. Von der hört man meistens am wenigsten, außer sie machen Fehler. Genau, wir spielen nicht für Glory, also nicht für irgendeine glorreiche Erwähnung in einer Zeitung mit 300 Rushing Yards, aber die, die sich im Sport auskennen, wissen, bei uns fängt es an und bei uns hört es auf und ja, not for Glory.
Du warst 5 Jahre am US-College, hast dort gespielt und studiert. Wie war deine Zeit dort? Ja, das war die Zeit, die mich sehr geprägt hat, zu der Person gemacht, die ich halt auch heute bin. Mit 19 in die Staaten gegangen, nach Kalifornien, Sacramento State. Und ja, dort studiert Politikwissenschaften. Und das Studium war eines der schwereren, viel Arbeit, aber mir hat es gefallen. Und vom Sport her ja, schneller, stärker. Du fliegst mit einem Flugzeug, mit einem Charterflugzeug in einen anderen Bundesstaat, bist dann im Hotel, spielst ein Spiel vor 20, 30, 40.000 Leuten. Also der Flash schon anders. Und auch dankbar, ich habe doch viel gespielt. 4 Jahre von den 5 habe ich dann wirklich auch gespielt. Die ganze Zeit fast. Schöne Erfahrung, coole Freundschaften, die heute noch halten. Ja. Schöne Zeit. Aber Gott sei Dank wieder zurückgekommen zu den Vikings durch ein paar Umwege. Absolut. Da, wo es angefangen hat. Ja, genau. Alex, du hast ja eine Schulterverletzung. Wir sehen es, wir sprechen es am besten gleich einmal an. Wie war das die letzte Saison? Wie ist es dazu gekommen? Ich habe sogar der Clip ist sogar online zu finden. Es war eben in Frankfurt. Das war Woche 8. Wir sind nach Frankfurt gefahren und davor war Frankfurt schon in Wien und das Spiel haben wir gewonnen. Da hat es mich überrascht, wie wir da drüber gefahren sind. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir dementsprechend mit diesem Gefühl reingegangen, das mag ich einfach machen wir jetzt nochmal in Frankfurt, aber wir haben dann doch schnell herausgefunden, dort ist es nicht einfach zu gewinnen. Und die haben geantwortet. Also ich habe mein Maul aufgerissen, ich gebe das auch zu, ich habe ein bisschen zu viel getrashtalkt und dementsprechend dann alles zurückbekommen. Nein, Spieler hat den Ball verloren, ich wollte ihn aufheben, etwas, was ein O-Liner nicht machen soll, du sollst dich am Ball draufhauen. Da habe ich mal nach langer Zeit irgendwie in dem Moment, keine Ahnung, gedacht, ich muss jetzt den Helden spielen und das ist schief gegangen. Dementsprechend ist ein 150 Kilo Franzose mit kompletten Anlauf gekommen und hat mich umgewalzt. Und da habe ich mal die Schulter ein bisschen eingezwickt. Okay. In der Halbzeit bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, Doc, du musst da was anschauen. Ich spüre die Kraft, wenn ich nach oben drücke beim Passblocken, da passt was nicht. Und da hat er auch gesagt, dann, es ist da irgendwas instabil, du spielst jetzt nicht mehr, bis wir uns das anschauen. Mhm. Dann haben wir es uns angeschaut. Mhm. Und ja, am Anfang haben wir wirklich nicht rausfinden können, was es ist. Ja. Ob es eine alte Verletzung oder eine neue ist. Wir wussten, da ist Blut drinnen. Und nach 10 Tagen, 11 Tagen wurde ich dann geklärt, dass ich weiterspiele. Da habe ich auch gemerkt, die Kraft kommt zurück. Wir haben die Tests gemacht, dann die Saison fertig gespielt. Doch unter Schmerzen, aber nichts Unmögliches. Meister geworden, was so schön war. Und dann haben wir es uns nochmal angeschaut. Und da haben wir ein bisschen ein Kontrastmittel reingegeben ins Gelenk und da haben wir es dann ganz genau sehen können. Ja. Alles kaputt. Nicht alles kaputt. Und was man da sagen muss, der Sportarzt ist während der Saison und bei jeder Verletzung ein bisschen sowas wie der Anwalt vom Spieler. Der vertritt ihn gegen alle Probleme, die da sind, auch gegen den Ehrgeiz vom Spieler selbst. Absolut. Das ist total wichtig, auch bei den Fußballspielern. Ja. Die Fußballspieler sind es gewohnt, dass sie Schmerzen haben. Am Ende vom Spiel tut dann jeden irgendwas weh und dann kommt es darauf an, sind das Warnsymptome oder sind das Schmerzen, die nach 2, 3 Tagen wieder vergangen sind. Und beim Alex haben wir immer Abklärung gemacht, haben dann eben gesehen, dass in gewissen Sehnen Einblutungen da sind, dass eben gewisse Sehnen schon auch Verletzungen haben, haben die dann aber als so stabil angesehen, dass wir ihn dann geklärt haben, dass er die Saison fertig spielen kann. Haben dann das Kontrastmittel EWRT gemacht, weil wir gewusst haben, es wird nicht besser, es wurde eher schlimmer, auch unter physiotherapeutischem Training. Und dann war ganz klar nach der Saison, da muss jetzt etwas grundlegend repariert werden, damit er in einem halben Jahr absehbarerweise wiederum voll einsatzfähig ist vom American Football. Der jährliche Service, kann man so sehen. Nein, es ist üblich. Ich habe auch den Knöchel mir im College einen Low Ankle Sprain gehabt. Mit genug Stärkungsübungen konnte ich den Knöchel so stärken, dass die Schmerzen nicht schlimm sind. Sie sind aber noch da. Das machst 11 Wochen, dann hast du eine Instabilität, also eine Unbeweglichkeit, weil das Narbenmaterial drum verheilt ist. Ja. Und dann sagt auch der Doc, so, jetzt kriegst du eine Arthroskopie, jetzt säubern wir den Knöchel, dann machst Physio und nächstes Jahr ist der Knöchel ready und du merkst es nicht mehr. Das sehe ich so als Prozesse, wo auch der Arzt dann entscheidet, heißt, du musst jetzt operiert werden, du kannst nicht mehr spielen. Oder schau, du könntest noch weiter spielen und dann am Ende des Jahres schauen wir uns genau an, was wir da reparieren müssen, ob irgendwas nötig ist. Also das ist ein Prozess, der in dieser Sportart sehr oft vorkommt. Und ich sage es auch immer, wir sammeln Souvenire. Jedes Jahr ist eine kleine Verletzung dabei, sei es der Finger, der nicht mehr gerade wird, Knöchel, Schulter, irgendein Bandel. Ja, aber der Arzt hat recht, er kümmert sich um uns, er wird uns sicher nicht spielen lassen, wenn es nicht geht. Also rücksichtslos sind wir sicher nicht und in Europa ganz besonders nicht. Da waren sie in Amerika rücksichtsloser. Da werden wir sicher später noch drauf eingehen.
Hat der Arzt dir schon ein Pickerl gegeben für die neue Saison? Darfst du wieder spielen? Nein, jetzt fängt die harte Arbeit eigentlich richtig an und das wird die Physiotherapie sein und die Reha, wo es auf mich drauf ankommt, wie viel Zeit ich investiere und wie brav ich bin, dass man die Schulter wieder herbekommt, weil ich werde wieder neu lernen müssen, sie zu bewegen. Aber dann ist sie wie neu. Dann ist. Unser medizinischer Leiter, der Professor Gebler, war der Operateur und er hat gesagt, ein halbes Jahr nach der Verletzung ist Tackle-Football wieder möglich und das geht sie super mit der Saison aus. Absolut. Prinzipiell ist es so von den Souvenirs her, es ist bestimmt so, dass American Football halt gewisse Spuren am Körper hinterlässt. Werden wir später auch noch drüber reden. Auch jetzt mit ganz viel Pech und ganz viel Unachtsamkeit vielleicht auch am zentralen Nervensystem. Generell ist es aber schon unser Ziel, vor allem jetzt in der Peripherie des Körpers, des Bewegungsapparats, dass man solche Dinge wie Instabilitäten oder wie Präarthrosen, also Verletzungen, die früh zu einem Gelenksverschleiß führen, so behandeln wollen, dass die Spieler nicht unter dem leiden nach der Saison und auch nicht nach dem Ende der Karriere. Das ist schon ganz wichtig. Ja, das wäre das Ziel. Sicher. Alex, wie ist das für dich, wenn du... Du bist eigentlich Mittelschullehrer. Ja. Jetzt hast du so viele Spiele, du bist teilweise verletzt. Wie viel stehst du in der Schule? Also ich muss zugeben, Vollzeitlehrer zu sein auf deiner Mittelschule im 16. Wiener Gemeindebezirk und professionell Football zu spielen, war bis jetzt die härteste Challenge in meinem Leben. Also Zeitmanagement ist da der Schlüssel. Und was ich aber faszinierend fand, ich habe das beobachtet, wo ich den höchsten Stress hatte, und das war gegen Schulende, Benotungen, Zeugnis, Kids ready bekommen, noch eine Lehrstelle finden, andere durchdrücken und ihnen extra Arbeiten geben und die noch korrigieren und sich um jeden Schüler noch umso mehr zu kümmern, da komme ich nach Hause und ich so, heißt, ich will jetzt Video schauen und mich auf den Gegner vorbereiten. Geht nicht. Ich komme nach dem Training hundemüde nach Hause, statt dass ich meine 8 Stunden Schlaf bekomme, muss ich noch 2 Stunden irgendwelche Wiederholungen korrigieren. Und es ist teilweise ein Frust da, aber das waren die Spiele, wo ich am besten performt habe. Und das konnte ich mir nicht erklären. Ja. Beim höchsten Stress habe ich meine beste Performance abgeliefert. Wo dann die Sommerferien waren und ich wirklich Zeit für Football hatte, war das teilweise so, warum war dieses Spiel nicht so gut wie das, wo ich diese Stressphase hatte und wo die Schule wieder angefangen hat, gegenüber Finale, Playoff, Halbfinale, wo du auch ziemlich viel Stress hast, ist die Performance auch wieder hochgegangen. Also ich feiere es. Es ist mühsam, anstrengend teilweise, aber ich floriere unter diesem Stress und freue mich da umso mehr. Und ja, so mit der Arbeit, die Kids feiern es, die kommen zu meinen Spielen. Ich habe jetzt ein ehemaliger Schüler ist jetzt O-Liner bei den Vikings und zerstört. Ein Mädchen, ein syrisches Mädchen, unsere einzige Schülerin, Favorite Schülerin von allen Lehrern, ist jetzt, spielt Flag Football bei den Vienna Vikings und ihr macht das Urspaß, hat ihre Freundin schon mitgebracht. Und ja, die Kids feiern es. Und ich versuche auch so viele Lebenslektionen, die dieser Sport eben mitbringt. Du lernst so viel fürs Leben mit, versuche ich halt in den Unterricht zu integrieren, in meinen Turnunterricht, so durch American Football. Da möchte ich zustimmen. Dieses American Football, das die Vienna Vikings etabliert haben, das ist ein Projekt, das geht total über den Sport hinaus. Das ist jetzt auch nicht nur die ELF-Profimannschaft, die sind sicher so die Flagships, an denen sich alle orientieren. Das sind doch die, wo ich im Sportambulatorium während meiner Ordinationszeiten von den Patienten darauf angesprochen werde, dass sie diese Spieler kennen und so weiter. Aber Vienna Vikings ist noch viel mehr. Also alles, was jetzt das Bilden von jungen Menschen betrifft, ob das jetzt im Football ist oder auch beim Cheerleading, ob das die Interaktion auch mit der Schule ist, wo ja einige von den Coaches auch Lehrer sind an der Ballsportgymnasiumschule und so weiter, das ist schon wirklich was Beeindruckendes und da ist man total gern auch bereit, dass man einen Teil von seiner Freizeit in dieses Projekt hinein investiert, einfach weil man sieht, dass das viel mehr auch sozialen Sinn hat als jetzt rein den sportlichen Erfolg. Dass der sportliche Erfolg auf höchster Ebene einfach der maximale geworden ist, ist natürlich da ein extrem schönes Zuckerl noch drauf. Ja. Alex, wir sehen, du bist sehr, sehr groß. 129 Kilo, wenn ich es erwähnen darf. Ich glaube, bei Männern ist es nicht so tragisch. Nein. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wie viel du essen musst, um diese 129 Kilo wirklich zu halten. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Weil ich mich nicht mehr viel bewege und meine Schrittzahl extrem runtergegangen ist, kann ich jetzt nicht so essen wie in einer Saison. Aber ja, man muss sich das so vorstellen. In der Saison fange ich an mit 129, 128 und am Ende der Saison bin ich bei 122 und schon ein bisschen ausgelaugt. Ja. Der Körper tut so arg weh, dass man nicht mehr so viel Krafttraining machen kann, weil du musst die Sehnen, Bänder, Gelenke auf deine Art und Weise schonen. Du machst mehr Dehnen und aktive Übungen auf Schnellkraft, auf Explosivität, aber du machst keine 200 Kilo Squats in der Saison. Das heißt, du merkst halt,
so gut wie am Anfang der Saison wird es dir nie gehen bis zum Ende. Aber der Grundumsatz ist schon hoch, weil du hast einen Kachelofen und wenn du da und Holz reinhaust, ist die Flamme stark und du musst mehr nach Holz nachwerfen. Und so ist das halt in einer Football-Saison. Nach einem Football-Spiel kannst du essen wie ein Übermensch, weil dein Körper einfach es braucht. Du bist komplett ausgelaugt. Dann brauchst du einen Tag, wo du dich fühlst, als hätte ich ein Auto überfahren. Da isst du nochmal gescheit nach und dann am dritten Tag schaust du in den Spiegel und denkst du so, ja, so ein Football-Spiel hat dich in eine gute Shape gebracht und das geht dann weiter so. Aber bei einem gewissen Level geht es dann doch bergab und da heißt es nur noch Krafterhalt und Masseerhalt, weil du jedes Spiel Gewicht verlierst, überhaupt bei 35 Grad in Frankfurt. Und 15 Minuten? Genau, 15 Minuten Viertel. Also das sind, solche Spiele sind hardcore. Da musst du in einer Shape sein, dass das so aushaltest. Und dann noch 14 Spiele im Jahr. Weil auch das war Umstellung, glaube ich, in die ELF hinein, dass jedes einzelne Viertel länger worden ist. Also da ist mehr Beanspruchung. Mehr Spiele im Jahr. Ja. Weil das gibt so. Wenn du dich nicht vorbereitest, haltet dein Körper keine 15 Spiele aus. Hast du schon mal ans Karriereende gedacht? Weil ich glaube, das war mal Thema, was ich gehört habe. Also jetzt, viele Spieler haben gesagt, na wie ist es, wenn wir den Titel holen, hören wir auf. Und ich habe auch den Gedanken gehabt, weil ich heirate jetzt und jetzt kommt dann der nächste Lebensabschnitt. Aber da muss ich auch meine Partnerin loben. Die hat gesagt, na, du hast recht, das Momentum ist da, hau noch ein Jahr drauf. Und ich habe es auch gemerkt, wenn ich zurückkomme, kommen extrem viele Spieler zurück, die sonst nicht noch ein Jahr verlängert hätten. Also Leistungsträger bei uns. Und dann habe ich auch mit Chris geredet und habe gesagt, heißt, na, ich kann nicht. Von mir aus, mein Bauchgefühl sagt nein, das Momentum, welches stattfindet, sagt nein. Und jetzt, wo der Arzt sagt, du kannst wieder 100% sein, mach dir keine Sorgen, erst recht nein. Ja. Also ich möchte definitiv noch ein Jahr ansetzen und freue mich halt auch, dass jetzt viele Spieler zurückkommen, weil sie wissen, dass ich halt auch da bin. Sehr cool. Und ja, Karriereende, dieser Gedanke kommt, aber hell no. Nein, ich will da noch raus. Jetzt haben wir noch mehr Mannschaften, andere Länder kommen dazu. Wer weiß, wie diese Schweizer spielen oder diese Ungarn. Ja. Naja, schauen wir es uns an. Am Anfang von der NFL-Saison, wir haben das wahrscheinlich alle mitbekommen, Quarterback Tua Tagovailoa hat eine Gehirnerschütterung gehabt. Das war groß in den Medien, es hat sehr viel diskutiert, sehr viele Diskussionen gegeben. Jetzt frage ich mich, hast du schon einmal eine Gehirnerschütterung gehabt? Ich hatte eine richtig schwere 2014 in meiner Zeit in Sacramento State. Ja. Da hatte ich eine richtig, richtig schwere. Und ich hatte eine leichtere beim Skiunfall mit 14, wo ich zum ersten Mal Concussion Symptoms halt gemerkt habe. Bei der zweiten wusste ich alles darüber Bescheid und haben auch ein Concussion-Protokoll gehabt. Und da haben die Physios dann gesagt, na, du hast eine Concussion und jetzt beobachte die Symptome. Es war dann so, dass ich halt eine Sonnenbrille getragen habe, weil die Lichtempfindlichkeit schlimm war. Also die ersten 3-4 Tage in einem dunklen Raum gelegen und Wasserfallgeräusche mir angehört. Und einfach nur geschaut, dass du so viel schlafst, wie viel du kannst. Mhm. Und dann langsam zurückkommen. Du kannst nicht die ganze Stunde in der Vorlesung sein. Das Licht stört, die Stimmen stören, du kannst dich nicht konzentrieren. Das wird dann besser mit der Zeit. Wenn du lernst, du schaust auf die rechte Seite ins Buch, dann auf dem Bildschirm, willst du was eintippen, es ist weg. Du merkst es dir nicht. Sekunde, weg. Also konntest du keine Hausaufgaben machen, du konntest dich nicht vorbereiten. Und da waren auch die Professoren nicht, die haben dann die Prüfungen vorausgeschoben. Dann kommst du wieder zurück nach 6-7 Wochen am Feld und fängst zum ersten Mal zum Schwitzen an und der Puls erhöht sich. Da wird dir dann leicht schwindelig. Bis hin zu, das geht dann 2-3 Mal und da fragst du dich, wann wird das endlich besser? Aber es wird dann besser mit der Zeit. Aber ja, kein Joke. Also kein Joke. Hat sehr lange gedauert, oder? Naja, es sind dann 7-8 Wochen gewesen, Wahnsinn. Bis ich dann normalisiert war und es waren dann 10 Wochen. Gott sei Dank im Frühling, nicht in der Football-Saison. Da habe ich dann gesagt, na, wozu soll ich jetzt irgendwas pushen? Im Herbst muss ich fit sein. Und dann über die Sommerferien war es dann doch weg. Wie war das Concussion-Protokoll? Wie schaut das aus? Und beim Concussion-Protokoll kann man prinzipiell einmal sagen, pushen geht da ohnehin nicht. Weil alles, was man zu viel hineinpusht, hat man eine Verzögerung in der Genesung plus wahrscheinlich eine Erhöhung von Risiken, die später einmal kommen werden. Generell ist es ein 6-stufiges Programm, wo man einfach wiederum zurückkommt, wo am Anfang einfach auch das steht, dass der Alltag schon die schwierigste oder die herausforderndste Tätigkeit überhaupt ist. Und wie du sagst, Dinge wie ein lauter Fernseher oder eine Diskothek zum Beispiel bei den Jugendlichen oder so sind absolut das Falsche. Und da musst du erst einmal wieder schaffen, dass du im Alltag funktionierst und das ist so der Schritt 1. Und da sind auch die Schulen total
in die Pflicht genommen, dass auch die Jungen, bei denen es noch länger dauert als bei den Erwachsenen, so viel aus der Schule rausgenommen werden, dass sie da nicht jeden Tag eine gewisse Überforderung spüren, weil das sind dann die Concussions, die einfach länger dauern und die ein Risiko machen. Da geht es dann darum, dass die Schüler zum Teil nicht früh aufstehen müssen, sondern erst später in die Schule kommen, dass Hausübungen einfach nachgelassen werden, dass man keine Aufgabe machen muss, dass eine Schularbeit einmal ausfällt, einfach, dass der Schüler so wenig Stress spürt, während er in der Schule ist, dass er sich erholen kann, obwohl er im Alltag funktioniert. Und wenn er dann wiederum funktioniert, dann beginnt wieder das ganz lockere, spielerische aerobe Training, wo man einfach sagt, Spaß an der Bewegung, keine hohen Herzfrequenzen, keine komplexen Bewegungen. Dann, wenn das gut funktioniert, kommt erst wiederum das Schnellkrafttraining, alles, was ein bisschen komplexer wird. Dann wird sportartspezifisch, aber ohne Kontakt. Dann kommt der Kontakt dazu und dann kommt das Footballspielen. Also das ist ein ganz strukturiertes Programm, das wirklich ein Schritt nach dem anderen ausgeführt wird. Das funktioniert bei den Kids so und das funktioniert in der ELF so genau gleich. In der NCA hat man halt noch dieses, also jeder Spieler muss, bevor die Saison anfängt, zum PC gehen bei den Physiotherapeuten und diesen Concussion-Test machen, wo eben gewisse Reaktionen getestet werden, komplexe Aufgaben. Und dann musst du, wenn du deinen Verdacht hast auf einen Concussion, musst du diesen Test machen. Und je nach diesem Algorithmus der Resultate wissen sie, cleared oder nicht cleared. Und ich kann es auch gleich sagen, zu 95%, wenn du diesen Test wieder machst, auch wenn du gesund bist, kann es sein, dass du nicht gecleared wirst. Ja. Weil es kommt auch darauf an, wie gut du ihn am Anfang machst. Und da gibt es dann Spieler, die glauben, die können am Anfang den Test absichtlich schlecht machen, dass sie später einen Bumper haben. Aber da gibt es dann wiederum eine Punkteanzahl, die du erreichen musst, sonst musst du den Test noch einmal machen. Okay. Ja, da sind sie doch streng, weil... Ja. Man muss halt aufpassen, da geht es wirklich um die Gesundheit. Aber du zitierst jetzt von auswärtigen Ligen. Weil ja. Ich muss sagen... Nein, in Amerika, wieso am College? Genau. Bei mir beeindruckt das total bei den Vienna Vikings, wie diszipliniert die sind und wie intelligent die sind. Wenn jetzt ein Freund zum ersten Mal American Football sieht oder zuschaut im Fernsehen, dann sieht er einfach nur, wie 11 Leute zusammenrennen und sich die Schellen einhauen. In Wirklichkeit ist das ja das Gegenteil. Und gerade eben so ein Team wie die Vienna Vikings, das aus dem Talent, das besteht, so viel herausholen kann, das ist so intelligent, dass die Jungs das auch wissen, dass dieses Cut-Test der Schutz für sie sind. Und mir war jetzt noch keiner aufgefallen, der da absichtlich beschissen hätte. Nein, das war in Amerika. Entschuldige, dumm. Wenn du glaubst, dass du damit dir später irgendwie eine Hilfe machst, da haben die Physios dann gesagt, do it again. Ja. Deswegen auch am Anfang musst du dich dann wirklich bemühen, dass du dann gute Punkte hast, aber dann, wenn du mal, ich habe ihn gefragt, Brandon, wie war das Resultat Test 1 verglichen zu nach dem Hit? Ja, so no way in hell, also so viel schlechter. Und das merkt, dass das System da kann man nicht umgehen. Genau. Und die sagen dir dann, wann es passt. Während der Spiele sind diese Tests ab und zu wirklich beeindruckend schlecht, werden dann aber innerhalb von 24, 48 Stunden oft wieder deutlich besser. Wobei ich sagen muss, dass wir in der ELF trotz anderem Verletzungspech, kann man sagen, relativ viel Glück gehabt haben, was die Concussions betrifft. Und Football ist ja auch nicht die einzige Sportart, wo es Gehirnerschütterungen gibt. Ja. Boxen, Eishockey gibt es auch sehr oft. Allerletzte Frage, wir sind gleich durch. Euer Super Bowl-Tipp für diese Saison. Wer gewinnt den Super Bowl? Ich gönne es den Philadelphia Eagles. Okay. Die haben gerade einen Lauf. Ich gönne es ihnen. Ich habe im Moment wirklich nicht viel Zeit, dass ich die laufende NFL-Saison verfolge. Bin großer Fan von Chris Kelecki, von unserem Head Coach, der kennt sich aus mit Football. Der ist ein Fan von den Seahawks und ich gehe mit den Seahawks. Sehr gut. Bandwagoner. vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass wir da sein durften. Gute Besserung und viel Erfolg für die neue Saison. Danke sehr. Danke sehr. Danke für die Einladung. Danke. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Dabeisein beim Kurier Sport Talk.